Groudon ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Boden, existiert seit der dritten Spielgeneration und zusammen mit Kyogre und Rayquaza bildet Groudon das Trio der Wetterlegenden. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es zudem in der Lage, sich mittels Protomorphose in seine urzeitliche Form zurückzuverwandeln, dabei erhält es zusätzlich den Typen Feuer. Groudon ist ein Pokémon, welches hauptsächlich in den Farben Rot, Grau und Schwarz auftritt. Sein Körper sowie die Extremitäten sind hierbei rot mit schwarzem Linienmuster, die Bauchseite ist grau. Die Gestalt des Pokémon erinnert an die eines Panzergürtelschwalls. Es ist sehr groß und kräftig, seine Haltung ist gebückt. Die Arme und Beine sind kurz, aber breit und der lange Schweif endet in vier messerartigen Stacheln und an den Seiten wachsen je drei Dornen. Solche sind auch am Rücken und im Gesicht zu finden. Das Gesicht besteht aus zwei schwarz umrandeten gelben Augen und einem Maul mit scharfen Zähnen. Die Stirn dieses Pokémon ist kantig und verläuft nach oben hin in vier Spitzen. An Groudons Füßen befinden sich jeweils drei Krallen und an den Händen jeweils vier. Das Pokémon ist zu einer Protomorphose fähig, somit ist ihm eine Entwicklung zu Proto-Groudon in seiner Urform möglich. Dabei wird es größer und schwerer. Der große Bauch sowie die weißen Krallen und Stacheln färben sich schwarz, das vorher schwarze Linienmuster leuchtet nun in einem brennenden Gelb. Allgemein wirkt Proto-Groudon kräftiger als die Normalform. In der Shiny-Form ist Groudon an den sonst roten Stellen olivgrün. Das Shiny Proto-Groudon ist, abgesehen von dem gelben Linienmuster, komplett schwarz. Wie die meisten legendären Pokémon ist auch Groudon überdurchschnittlich stark. Besonders herausstechend ist seine Begabung, physische Attacken abzuwehren, aber auch diese auszuführen und damit großen Schaden anzurichten. So greift das Pokémon seine Gegner hauptsächlich mit physischen Bodenattacken wie Erdbeben, Abgrundsklinge oder der K.O.-Attacke Geofissur an, ist aber auch fähig, Attacken anderer Typen, wie die speziellen Feuerattacken Eruption, Feuersturm, die Pflanzenattacke Solarstrahl oder die Gesteinsattacke Antikraft einzusetzen. Groudon besitzt die Fähigkeit Dürre, Proto-Groudon die Fähigkeit Endland, welche das Wetter verändern und einen sonnigen Wetterzustand hervorrufen. Groudon ist in den Legenden mit seinem Feuer der Schöpfer der Landmassen. Es hat die Macht, mit Licht und Hitze Regenwolken zu vertreiben, die Sonneneinstrahlung zu intensiveren und Wasser verdunsten zu lassen. In einigen Sagen taucht dieses Pokémon sogar als Personifizierung des Landes auf. Man sagt, es hätte mit dieser Kraft in der Vergangenheit den Menschen das Leben gerettet, die unter schrecklichen Überschwemmungen gelitten hatten. Das Pokémon ist in der Lage, den Boden und das Feuer zu kontrollieren und steht in einem permanenten Konflikt mit Kyogre, was wiederholt zu langen Kämpfen führte. An deren Ende legt sich Groudon tief im Erdboden in Magma-Seen zum Schlafen und soll Vulkanausbrüche hervorrufen, wenn es geweckt wird. Auslöser der Konflikte ist die Naturenergie der Hönnenregion, die beide legendären Pokémon in ihrem Körper speichern und damit die Kontrolle über ihr Element ausbauen können. Durch diese übermäßige Aufnahme von Energie kommt es zu einem Formwechsel der sogenannten Protomorphose und beide nehmen ihre wahren urtümlichen Gestalten, die sie nur mit genügend Energie aufrechterhalten können. Dadurch ist es beispielsweise Proto-Groudon möglich, verstärkt Magma aus dem Erdboden hervorquellen zu lassen und somit neues Land zu erschaffen. Der Vorrat der Naturenergie in der Region ist aber limitiert und die stete Gier der beiden antiken Pokémon nach ihr ist unerschöpflich, was dazu führt, dass sich beide in regelmäßigen Zeitepochen immer wieder bekämpfen. Allerdings konnte Rayquaza es einst schaffen, die beiden Proto-Pokémon zu besiegen. Die Naturenergie wurde in zwei Protomorphose-Edelsteinen gespeichert, die fortan auf dem Pyroberg aufbewahrt wurden und Kyogre und Groudon fielen in einen tiefen Schlaf. Einige Jahrhunderte später schlug ein Meteorit, dessen Einschlagskrater später Tschernobyl bildete, im Südosten Hönns ein und Risse im Boden entstanden. Durch diese wurde weitere Naturenergie freigesetzt. Kyogre und Groudon erwachten und führten erneut eine Protomorphose durch. Sie bekämpften sich erneut und drohten die Hönnregion ins Chaos zu stürzen.
Die Menschen der Antike sehnten sich Rayquaza herbei, damit es sie wieder retten möge. Durch den Meteoriten und die Hoffnung der Menschen führte Rayquaza eine Mega-Entwicklung durch und konnte die beiden schlagen. So hat er die Protomorphose und der Konflikt zwischen Groudon und Kyogre indirekt zur ersten Mega-Entwicklung geführt. Groudon hat, wie die meisten legendären Pokémon, keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Allerdings ist es ihm seit der 6. Spielgeneration möglich, mithilfe eines roten Edelsteins eine Protomorphose zu vollführen. Wie auch Kyogre ist Groudon somit imstande, seine ursprüngliche Form anzunehmen, die einen deutlich höheren Angriffswert aufweist, Groudon zusätzlich mit dem Typ Feuer ausstattet und ihm Zugriff auf die Attacke Abgrundsklinge gewährt. Die Energie, mit der sein Körper gefüllt ist, strömt in Form von Magma aus ihm heraus, so oder das so heiß ist, dass sein Körper ununterbrochen im Dunst der Hitze schimmert. Mit seinem ursprünglichen oder mit seinen normalen Typen ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Gesteinsattacken, doppelten Schaden gegen Wasser-, Pflanzen- und Eisattacken, der Rest macht normalen Schaden. Kommt dann bei Protogroudon der Feuertyp hinzu, ist es immun gegen Elektroattacken und durch die Fähigkeit Endland zusätzlich immun gegen Wasserattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Käfer, Stahl, Feuer und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Boden und der Rest macht normalen Schaden.